Herzlich willkommen zu diesem Video. Hier zeige ich dir, wie man die Teiler von kleinen Zahlen berechnet. Als Beispiel nehmen wir die Teiler von 8, die Teiler von 12 und die Teiler von 18. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meiner Website guterklärt.de bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, welche Zahlen sind die Teiler von 8? So, das ist eine natürliche Zahl, also die 8 ist eine natürliche Zahl und eine natürliche Zahl hat immer 1 als Teiler und sich selbst 8. Kann man auch ausrechnen, 8 durch 1 ist 8 oder 8 durch 8 gleich 1. Also das sind schon mal zwei Teiler der Zahl 8. Probieren wir es mit der 2. 8 durch 2 ist 4. 8 durch 2, also 2 ist ein Teiler, ergibt 4, damit ist 4 auch ein Teiler. So, 8 durch 2 gleich 4 oder 8 durch 4 gleich 2. Also die 2 ist ein Teiler, hatten wir eben, jetzt durch 3. 8 durch 3, nun das gibt einen Rest oder eine Kommazahl, daher ist die 3 kein Teiler der 8. Nächstes wäre dann die 4. 8 durch 4 ist 2, aber 4 und 2 haben wir schon, daher sind wir jetzt fertig und haben alle Teiler gefunden. Also die Teiler der Zahl 8 sind 1, 8, 2 und 4. Das kann man jetzt noch sortieren. Teiler 8, also die 1, die 2, die 4 und die 8. Die Teiler der Zahl 12. So, 12 ist eine natürliche Zahl und die hat die 1 als Teiler und sich selbst 12. 12 durch 1 gleich 12 oder 12 durch 12 gleich 1. So ist die Zahl 2 ein Teiler, nun 12 durch 2 gleich 6, also ja. 12 durch 2 gleich 6. 12 durch 2 gleich 6 oder 12 durch 6 gleich 2. Haben wir noch zwei Teiler. Probieren wir mal die Zahl 3. 12 durch 3, das geht auch, das ist nämlich 4. Also die 3 und die 4. 12 durch 3 gleich 4 oder 12 durch 4 gleich 3. So, die 3 und die 4 hätten wir geklärt. Was ist mit der 5? Nun, 12 durch 5, das geht nicht. Das ist nämlich ein, da kommt ein Ergebnis mit Rest oder mit Komma raus. Dann hätten wir als nächstes die 6. 12 durch 6, das ist 2. Das haben wir allerdings bereits. Das heißt, wir sind hier fertig und haben alle Teiler gefunden. Das hier sind also die Teiler der Zahl 12. Das können wir nochmal schön sortieren. Teiler 12. Also 1, 2, 3, 4, 6 und 12. Die Teiler der Zahl 12 sind 1, 2, 3, 4, 6, 12. Die Teiler der Zahl 18. Auch hier erst einmal die Zahl 1 und die Zahl selbst, also 1 und 18. 18 durch 1 ist 18, 18 durch 18 ist 1. Das sind schon mal zwei Teiler. So, ist 18 durch 2 teilbar? Ja, 18 durch 2 gleich 9. Also es sind 2 und 9. 18 durch 2 gleich 9 oder 18 durch 9 gleich 2.
dann die 3. 18 durch 3 gleich 6, passt auch. 3 und 6. 18 durch 4, das geht nicht, das ergibt einen Rest oder eine Kommazahl. Dann die 5. 18 durch 5. Ebenso, denn eine Zahl muss auf 0 oder auf 5 enden. Das sagen die Teilbarkeitsregeln. Dann ist sie durch 5 teilbar. Also 18 durch 5, das ergibt einen Rest. 18 durch 6. 18 durch 6 ist 3. Das haben wir bereits. 18 durch 7 ergibt einen Rest. 18 durch 8 ergibt einen Rest. 18 durch 9. 18 durch 9 ist 2, das haben wir. Und ja, wer jetzt mag, kann das noch weitermachen bis zur 18. Es reicht allerdings, wenn man durch die Zahl teilt, die halb so groß ist wie die 18, also durch die 9, dann hat man alle Zahlen gefunden, weil dann ist das Ergebnis 2. Das heißt, das hier sind die Teile der Zahl 18. Kann man noch ein bisschen schöner schreiben. Und zwar sortieren wir das Ganze 1, 2, 3, 6, 9, 18. Das sind die Teile der Zahl 18. Du möchtest das mit den Teilern noch ein bisschen üben oder möchtest noch ein bisschen mehr dazu lernen, dann schau mal unter dieses Video, dort findest du Erklärungen und auch Übungsaufgaben mit Lösungen, um in dem Ganzen noch etwas fitter zu werden. Ansonsten würde es mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.